Hallo, schön bist du da. Wie resette ich diesen Rumba, um Probleme zu beheben oder eben wenn ich den Akku tausche? Genau dies zeige ich dir in diesem Video. Hast du auch noch so einen coolen Rumba? Der 600er Serie oder eben 500er Serie, der seinen Job super gut macht. Ja, meiner hat schon viele Jahre auf dem Puckel und hat immer seinen Job gut gemacht. Den Akku habe ich schon zwei, dreimal getauscht. Das ist der hier. Der habe ich jetzt bei Akku Fritz gekauft. Super Service, super Preis. Und wenn man den ersetzt hat, muss man anschließend das Gerät zurücksetzen damit die Ladezyklen vom Staubsauger zurückgesetzt werden. Wenn du sonst auch schon ein schwacher Akku hast und der nicht mehr so will, kannst du mit dieser Zurückstellfunktion, die ich gleich zeige, diesen auch zurücksetzen und dann habe ich oder hatte ich zumindest bis jetzt das Gefühl, dass er wieder etwas besser unterwegs ist, da das Lademanagement etwas anders oder eben zurückgesetzt ist und dann wieder etwas anders tickt, aber du kommst da nicht drum herum, den Akku fix zu tauschen. Wenn dir der Rumba hier eine sonstige Fehlermeldung ausgibt, irgendeine Fehlernummer oder dass das linke oder rechte Rad oder was auch immer nicht mehr so will, dann kann es sein, dass du mit dem Ein- und Ausschaltknopf hier das Problem nicht wegkriegst. Dazu kannst du mit der Reset-Funktion diesen Fehler auch quittieren und dann ist meistens auch wieder gut. Was du natürlich zuerst noch beachten musst, ist, ob hier unten nichts verdreckt oder verstaubt ist und ob die Räder auch noch drehen, wie auch die Borste hier und das Rad. Das kann natürlich gut sein, dass du zuerst den Fehler beheben musst und erst dann natürlich die Reset-Funktion durchführen kannst. Also, wie geht das jetzt nun? Schauen, zuerst den RUMBA einschalten, dann drücken wir diese zwei Knöpfe, Dock und Spot, für 10 Sekunden und lassen dann los. Dann wird der RUMBA komplett neu gestartet und die Reset-Funktion ist durchgeführt. Dann machen wir das 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Die LED ist erloschen. Ihr habt gehört, der Roomba startet neu. Machen wir den Powerknopf wieder an und jetzt wurde er zurückgesetzt. Das war der ganze Zauber. Ich hoffe, du hast mit dem Reset Erfolg und dein Gerät arbeitet weiter oder dein Akku konntest du ersetzen. Ich danke dir fürs Zuschauen, ich freue mich über ein Abo. Und bis bald wieder auf meinem Kanal. Und tschüss.